24 Stunden auf dem Nürburgring. Die Strecke, ehrfurchtsvoll die grüne Hölle genannt. Das Rennen, ein Event ohnegleichen. Zuschauer, 663 Fahrer aus 32 Nationen treten in 27 verschiedenen Fahrzeugklassen auf 22 verschiedenen Fahrzeugmarken an. Die Klassen reichen vom Kleinwagenboliden mit 1750 Kubikzentimeter Hubraum bis zum Rennschwergewicht mit maximal 6¼ Liter Hubraum. Schon im Vorfeld des Rennens unterstreicht ein attraktives Unterhaltungsprogramm die Ausnahmestellung des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring. Im verschlafenen Eifelort Adenau etwa wird vor dem Rennen der berühmte Adenauer Racing Day abgehalten. Showcars und Seltenheiten von Amateuren präsentieren sich ebenso wie die Profis. So ließ es sich das Audi Sportteam nicht nehmen, den erstmals antretenden Audi R8 LMS vorzuführen, obwohl die Fahrer Minuten zuvor erst vom Qualifying kamen. Audi-Pilot Frank Stippler war es eine besondere Freude, zahlreiche Donuts in den Asphalt zu zeichnen. Ein weiterer Hingucker für Motorsportfreunde war der Show-Event Drift Challenge, wo Amateure mit individuell getunten Fahrzeugen Reifenprofil auf der Mühlenbachschleife ließen. Ach ja, und ein Rennen wurde natürlich auch ausgetragen. Die 24 Stunden vom Nürburgring, ein Extremdauerlauf für Fahrzeuge und die erste Langstreckenbewährungsprobe für den Audi R8 LMS. Die 37. Ausgabe stellte sich nicht nur als das schnellste Rennen des Langstreckenklassikers heraus, es war auch ein Garant gegen Langeweile. Es gab allein 23 Führungswechsel in der Gesamtwertung. Und auch für das Audi-Team war das Rennen ein nervenaufreibendes Auf und Ab. Gleich nach dem Start etwa warf ein Defekt in der Elektronik das Team Matthias Ekström, Timo Scheider und Marco Werner mit der Nummer 100 zurück auf den 166. Rang. Dennoch gelang es ihnen, sich am Ende über die Dauer der 24 Stunden auf den 23. Platz vorzuarbeiten. Auch Frank Biela, Marcel Fessler, Emanuele Pirro und Hans-Joachim Stuck auf dem Audi R8 LMS mit der Nummer 98 hatten zunächst Pech. Eine Stop-and-Go-Phase kostete 3 Minuten. Es ging aber nicht anders, weil ich bin auf Lukas Lohr aufgelaufen, ich habe die gelbe Fahne nicht gesehen, musste ihn überholen, um nicht hinten drauf zu fahren. Und als in den Nachtstunden zudem ein leckender Kühler ausgetauscht werden musste, verlor das Team weitere 30 Minuten. Dennoch schloss die Nummer 98 mit Platz 6 ab. Marc Bassing, Mike Rockenfeller und Frank Stippler auf dem R8 LMS Nummer 99 hingegen lagen nach 16 Stunden sogar mit 2 Minuten in Führung. Aber wie bereits anfangs erwähnt, gab es 23 Führungswechsel. Ein Problem mit der Kraftstoffzufuhr warf die 99 dann zurück. Doch trotz Handicap schaffte das Team immer noch Platz 5. Wie gewonnen, so zerronnen. Diese Devise galt für viele Teilnehmer. So zerbrach manche Siegeshoffnung an einem der vielen Crashs, die gleichwohl ohne Verletzte ausgingen. Auch einer der 5 VW Scirocco GT24 wurde unverschuldet durch einen Unfall aus dem Rennen geworfen. Indessen kämpfte sich der 4. Audi R8 LMS mit der Nummer 97 vom Team Christian Abt, Jean-François Emroul, Pierre Kaffer und Lukas Luhr vom 4. auf den 2. Platz vor. Porsche belegte zwar wie in den Vorjahren Platz 1, doch ging Audi in dem legendären 24-Stunden-Rennen, das als das schnellste Langstreckenrennen auf dem Nürburgring in die Geschichte einging, aus dem Stegreif auf Rang 2 durchs Ziel und wurde in der GT3-Klasse sogar Sieger.